Ach so, nimmt ja schon auf. Und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tiny Tinas Wonderlands mit dem alten Mann bei den Schlaftabletten. Diesmal habe ich es richtig hinbekommen. Aber ich kann... In jedem Helden steckt ein Skelett, das freigelegt wird. Nein, nein, nein. Au, ich will doch mal was gucken. Lass mich doch mal gucken. Guck mal, da ist irgendwas. Ah, da kommt man doch denn nie wieder weg. Nur der Tod. Der Gnadenlose. Ah, guck mal einer an. Da oben müssen wir irgendwie rauf. Ich weiß, dann gucke ich erstmal nochmal hier unten. Hinter mir. Kaum eine Herausforderung. Musste das jetzt sein? So. Ja, ich habe ja inzwischen wieder Platz. Können wir wieder erstmal Sachen mitnehmen? Nur die bunten. Ich muss mir das mal anschauen. Nicht, dass da irgendwas Wichtiges ist, was wir brauchen. Und sammeln müssen. So wie das Geld. Es wird alles gebraucht. Du hast dich wohl verirrt. Ich zeig dir, wo es lang geht. Bleib weg von mir, Fleischsack. Du bist... Halt das Spielzeug bei dir. Mehr Kompost für den Haufen. Okay. Guck mal, hier kann man ja rüber, ne? Da ist nichts. Das ist nur den Anschein wahren, dass da was ist. Oh, ein Riesengelände. Ich ahne es schon wieder. Wir werden hier wieder uns lange aufhalten können. Die werden dann alle wieder da sein. Eigentlich ist es Blödsinn, die hier zu töten. Überladung! Es geht nichts über eine sauber erledigte Aufgabe. Du widerst mich an. Mach tot. Trotzdem. Hier ist viel zu untersuchen. Sehr viel. Hier kommen wir auch wieder hoch. Das ist gut. Ah, was haben wir denn da? Nein. Das ist mal ein Glückswürfel. Hier ist ein Lift. Den sollen wir ja nehmen. Da oben ist wieder eine Aufgabe. Oh, ich habe was verstellt. Die können auch alle mehr ab, ne? Die haben zwei Balken. Ey, mein Schild. Geht irgendwie schneller, ne? Tja, der ist echt nicht so cool. Mit Skeletten ist alles cooler. Was soll ich sonst dazu sagen? Die Chancen steigen! Bäh.
Da unten ist noch so eine magische Tür, aber er will ja uns was geben, dass wir da durch können. Meine Güte, dein Gesichtsausdruck! Oh, ist ja was los! Aua! Wo sind deine Manieren, du kleiner Faulpilz? Elementarexplosion! Wieder im Geschäft! Hatte ich schon. Toll. Das ist wieder eine Murmel. Meine Murmel. Der Zufallsgenerator kann dir nichts anhaben. Ja. Hier oben sollten wir aber hin, ne? Hier ist der Speicherpunkt. Ja, ich soll den nicht so klein holen, da waren wir ja schon. Dann heißt das. Tja, was heißt das dann nur? Wenn wir da rein können, ist auch schön. Ablenkung. Oh. Jo, erinnert ihr euch noch an diesen Drücksel-Typen, den Zauberer? Er hat wieder was für euch. Diesmal mit Ruinen, Magie und so ein Zeug. Ihr wisst schon. Und das wird euch zu einem Spezialdienst. Okay, machen wir. Ah, geh weg. Bin über dich rüber gestiegen, das wollte ich aber nicht. Ist auch egal. Ich werde aber jetzt mal ein kleines Päuschen machen. Ich wollte ja auch nur was ausprobieren, aber das scheint alles gut zu funktionieren. Und wir sehen uns dann, wenn ich hier weiter aufnehme. Ne? Wir haben jetzt 8 Minuten. Das geht dann gleich weiter für euch. Ne? Bis gleich. Ich höre nichts. Mist. Ich wollte eigentlich aufnehmen, dass wieder die Texturen fehlen. Aber... Ah, das ist der Fahrstuhl. Dann war das Spiel schneller. Oh. So, Herr Pilz, wir haben eine Aufgabe. Hier liegt ein Lappen. Der liegt mitten auf meinem Dingen, wo er nicht hingehört. Der Brillenlappen. Kennt jeder, ne? Brillenlappen. Oh. Hör doch mal auf! Da oben ist bestimmt was drauf. Ganz bestimmt ist da was drauf. Ich will da auf. Ich will. Wenn da jetzt nichts ist. Ich bin enttäuscht. Das ist nur eine normale Kiste. Ist auch wieder eine interessante Welt hier, ne? Eine Knochenwelt. Hier hausen die Skelette. Der Schreckensgrad. Ah, da steht... Ah, hör doch mal auf, da ist der Professor. Da haben wir ja eine Aufgabe. Ich bin der Meinung, man konnte hier in den Einstellungen auch die Bildwiederholfrequenz einstellen. Ich kann das hier machen, dann bückt er sich mal kurz. Dann sehe ich das nur zur Kontrolle. Weil... Ich habe mal die Leistung der Grafikkarte reduziert. Erstens, weil sie dann ein bisschen ruhiger läuft. Und zweitens, weil ich sie augenscheinlich nicht brauche, die Leistung, die die Karte bietet. Die verbratzt nur Energie und macht Lärm und wird warm.
Naja, die 70 Grad ist sowieso Standardtemperatur bei dem Ding, aber die Lüftergeschwindigkeit ist jetzt halbiert. Die hört man jetzt kaum. Warte mal. Ja, so gut wie gar nicht. Das ist dann auch viel angenehmer zum Spielen. Und wenn ich es nicht brauche... Ja. Die verzweigten Flüsse unserer Schicksale treffen sich erneut. Komm gleich zu dir. Ich muss nur mal in die Waffenkiste schauen. Cool. Irgendwo da draußen gibt es Beute. Du hast gerade welche gefunden, du Vogel. Wir sind fast 40, ne? Da fehlt nicht mehr viel. Vielleicht schaffen wir das ja heute noch. 1,06, das wird immer langsamer, aber doppelt so viel Schaden. Die behalte ich auf jeden Fall. Da ist die Stink aber schneller hier. Das behalte ich auch. Oh, wird ja noch langsamer. Na, so eine langsame brauche ich nicht. Kann weg. Ne, guck mal, mein Schwert, was ich jetzt habe, hat 1,63. Ich kann das ja mal... Wir machen mal einen Test. Ich mach mal... Und die macht Giftschaden. Das ist auch nicht verkehrt. Und jetzt nehmen wir mal den hier. Na, ich lasse es mal. Aber es ist nicht so überzeugend, ne? Sieh an! Ja. Die verzweigten Flüsse unserer Schicksale treffen sich erneut. Schließ dich mir an und wir werden wahre Macht kosten. Das klingt gar nicht übel. Ich bin dabei. Ja, bleib dicht hinter mir. Du kannst leicht von diesem selten beschrittenen Pfad abkommen. Selten beschritten du dich an oder selten bescheuert? Erinnerst du dich an diesen nutzlosen Flammenzauber? Der Foliant lag am Eingang der Ruine. Im Inneren verbergen sich vielleicht weitere, noch mächtigere Geheimnisse. Führe mich zu ihnen und alle materiellen Schätze, die wir finden, sollen dir gehören. Macht und Schätze! Ich komme! Mach mal auf! Ein einfacher Bann versperrt uns den Weg. Ich werde ihn mit nichts als einem Gedanken aufheben. Cool. Kinderspiel. Ich spüre euren Ehrgeiz. Hä? Was in Grummeldorns Namen? Hast du das gehört? Ab hier ist der Weg versperrt. Es muss doch irgendwie weitergehen, aber ich finde keinen Weg. Ich sehe einen. Mir fällt schon was ein. Das tut es immer. Hab ich dir schon von der Sache mit dem Mayonnaiseglas und der Tochter des Barons erzählt? Was? Ein Rätsel? Aber sowas von, Baby. Alle guten Verliese haben Rätsel. Genau, Bell. Rätsel gehören ebenso zum Spiel wie Fallen. Du liebe Güte, es scheint, dass die Steine aktiviert werden, wenn man sie beschädigt. Versuche, ihnen noch mehr Schaden zuzufügen. Vielleicht in einer bestimmten Reihenfolge. Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Los, sehen wir Arschloch. Uns im Inneren um. So ein Stinker. Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Ja, gar nichts auf die Reihe gekriegt. Gar nichts. Gar nichts. Ich dachte, die Ruinen stünden leer. Geh du vor, ich bleibe zurück, bis es sicher ist. Mehr für mich. Deshalb arbeite ich nie mit mehr als 3 Leuten. Dann bekommt man mehr vom Kuchen. Ja. Du stehst an der Schwelle zu wahrer Macht. Sie ist nur einen Schritt entfernt. Ich habe dir ein langes Leben voller Peinlichkeiten erspart. Gern geschehen. Da tränen einem die Augen. Also, der pupst so, dass die alle schreien müssen. Geht gar nicht anders. Weil das ist so eklig.
Oh, ich stand oben drauf. Da gibt es aber eine Treppe runter. Aha. Ich brauche das. Du mach auf. Mehr nicht. Ist hier noch was Schönes? So richtig mögen mag ich das nicht, ne? Das ist mir schon wieder grenzwertig langsam. Von da kommen wir, ne? Ich will nur gucken, ob man noch hier irgendwie weiterkommt, aber kommt man nicht. Also gehen wir jetzt hier hoch. Das sieht so aus, als ob man da oben auch raufkommt. Das kann aber auch Dekoration sein. Mist, die Tür ist verschlossen und ich habe meinen Dietrich in der anderen Hose. Bin ich hier der Einzige mit Köpfchen, du Idiot? Na gut, ich bin unterwegs. Was ist das hier? Das sind Arkanenschlösser. Schlicht, aber effektiv. Kreaturen aus der Gegend wurden vermutlich von der magischen Energie der Schlüssel angezogen und haben sie mitgenommen. Nun, pack mit an! Keine Sorge, meucheln und plündern ist sozusagen meine Spezialität. Warum soll ich jetzt hier lang gehen? Nö. Was soll ich machen? Finde Schlüssel. Zwei Schlüssel muss ich suchen. Das war schon richtig hier. Ich bewege mich zu schnell. Die Maus ist zu schnell. Habt ihr schon wieder Spaß? Von einem warmen Blut niedergestreckt. Da ist wohl jemand falsch abgebogen. Schaff die Niete weg! Oh! Au! Wie ich es dir beigebracht habe! Wer? Irgendwer? Wieso kann ich keine intelligente Rosenblüte zum Freund haben? Okay. Von da kommen wir, ne? Ich brauch nix. Ja, ich schieße ja auch nur mit der Pistole. Du bist nicht weit von einem Schusser entfernt. Brich ihn auf. Sofort. Gesperrt. Bitte? Das müssen wir aufkriegen. Wenn du dich mir anschließt. Das müsste man hinkriegen. Das muss man noch. Da so eine Schlösser sind ja auch draußen. Na, vielleicht geht es ja danach. Ich kann da lang und da lang. Gehen wir erstmal da lang. Jetzt! Yeah!
werdet alle nochmal sterben. Und wieder. Und wieder. Und. Ach, da oben. Selber tauge nichts. Ist hier ein Nest? Okay. Der war sogar golden. Aber habe ich schon. Er hat mir auf die Nase. Eile zurück und öffne die Tür, bevor die Stimme zurückkehrt. Ich bin immer an deiner Seite. Verankert im dunklen Hafen deines verborgenen Herzens. Und es geht schon wieder los. Macht dir das Angst? Na los, rein da. Ihr habt diese Schlüssel schließlich nicht umsonst geholt. Passiert hier was? Ja, das muss sein, ne? Haben wir denn jetzt hier alles erkundiget? Ja, das sieht gut aus. Da ist der Dings da, wo ich nicht rankomme, wo ich hoffentlich danach rankomme. Der Schusser. Da. Tritt ein. Gemacht. Und nun rückst du zum Allerheiligsten vor und ich warte hier, bis es sicher ist. Kacke. Viel Glück. Okay. Aber ich behalte alles, was ich da drin finde, für mich. Ich bin der Herr der Schrecken. Der grausige Falter. Das Schweigen beim Verrecken. Ja, das Schweigen beim Verrecken? Mal gucken. Hier. 10.000. Die kann ich doch nicht wegwerfen. Seid ihr bescheuert? Den kann ich wegwerfen. Hey, ich müsste Q drücken. Den kann ich wegwerfen. Nein. Nein, nein. Ja. So viele Sachen. Das Ende der Zeitalter. Ich bin der letzte Atemzug des Hahnes dritter Schrei. Der rastlose Traum vom Tod, von der Fliege das Madenei. Der Karl spricht übertrieben in Rätseln, oder? Wer ist da? Zeig dich, Teufel! Wer sich mir widersetzt, wird niedergeschlagen. Wer an meiner Seite steht, erhoben. Dient mir oder sterbt. Achtung, wir haben Gesellschaft. Wir haben Gesellschaft. Machst du da oben? Ist das gut da? Oh, aua. Das war aber nicht nett. Macht erwarte dich zu deiner freien Verfügung. Du könntest deine Lieben retten, unermesslichen Reichtum anhäufen, gottgleich werden. Ist da was? Für Opportunisten ist jede Karte eine Schatzkarte.
Zu spät. Könnt ihr hier nichts Schönes drin verstecken? Ich glaube, ich tausche das Ding wieder um. Hier ist der einfach zu lahm hier. Der ist ja noch lahmer. 1,6, 881 Schaden. Oh, aber. Das ist nur ein bisschen schneller. Ich nehme lieber den hier. Ja, das ist dieser Raum von oben, ne? Oder ist es der gleiche Raum? Nee. Oh, du hast wirklich gedacht, du könntest gewinnen, was? Zurück mit dir! Unterstützt die KI! So. Das war mein Vogel. Ich kann dich von den Fesseln des Schmerzes befreien. Ich habe keine Schmerzen. Von der Angst. Von Moheims Griff selbst. Mir geht's gut. Ich habe eine Aspirin genommen und jetzt geht's mir wieder gut. Ich hatte heute ein bisschen Kopfschmerzen. Aber nur ein bisschen. Da geht's weiter, ne? Geht's hier... Ah, hier ist auch nochmal ein Raum. Ich hab ihm gezeigt. Deine Reise ist nicht mehr als ein langsamer Sturz zur wartenden Erde deines Grabes. Es ist unausweichlich. Der ist sich aber sicher, ne? Dass er sich sicher ist. Ich glaube, da ist eine Waffenkiste. Nimm ich. Die ist noch langsamer. Ich nehme jetzt alles nur noch mit, was wenigstens eine 4 vorne hat beim Verkauf. Ansonsten bleibt sie liegen. Man muss sich ja zu irgendwas mal entscheiden. Brauche ich nicht. Sterblichkeit ist ein Käfig. Nur ich den Schlüssel habe. Es verisst dieser Vogel. Das ist auch ein ganz anderer Schnack hier. Das ist Ding, ne? Viel zu wundersam zum Verpassen. Warte auf mich. Ihr wollt Macht. Das hat seinen Preis. Genau das wollen wir. Wie hoch ist der Preis? Ihr dient mir. Auf ewig. Okay. Ah, ich hab's gemacht. Und von wie viel Macht reden wir hier? Hey, 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 ich hab nur 3 Regeln. Kinder werden nicht verletzt, Hunde nicht getötet und keine Pakte mit körperlosen Stimmen. Ich will nur alle unsere Optionen abwägen. Tritt ein. Ah, ein Portal. War ja klar. Finden wir heraus, wo es hinführt. Oder willst du hier nur rumstehen und quatschen? Halt's Maul. Einerseits bin ich skeptisch, was einen zweiten Ort angeht. Andererseits werde ich dafür bezahlt. Diese Art Schrein des Sturms. Ein Beschwörungsritual. Ich kann es ausführen, aber wer weiß, was nach dem Ritual erscheint. Gib mir Bescheid, wenn du soweit bist. Und sei vorsichtig.
Hier sind dunkle Mächte am Werk. Ich mach mir schon mal die Truhen auf, damit denn das Aufmunitionieren schneller geht. Das eventuelle. Aha. Wo ist denn der Vogel? Da hinten. Du stehst in sicherer Entfernung, ne? Weißt du was? Du bist ganz schön feige. Bereit, wenn du es bist, alter Mann. Würfeln wir. Nun gut, ich werde das Ritual beginnen. Ja, lass dir Zeit. Oh, ich hätte das in der nächsten Aufnahme machen sollen, ne? Machen wir auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.